Sattel. Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Valheim. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. So, wir stehen hier vor unserem Haus. Als allererstes mal vielen lieben Dank wieder für die ganzen Kommentare unter den letzten Folgen. Jetzt weiß ich unter anderem auch, dass ich Bienen daran erkenne, dass es summt an dem Haus, ne? Deswegen habe ich meine Sounds hier ein bisschen lauter gestellt, ja. Man sieht das auf der Map, da hinten ist so ein kleiner Totenkopf. Ich habe hier eingeloggt und bin gestorben, weil sich irgendwie der Wald bewegt hat und ich instant von 10 Moppels verprügelt wurde. Die sind jetzt wieder weg. Ich habe ein bisschen erkundet, ja. Wir haben hier oben jetzt einen Dungeon, da möchte ich heute mit dir hin, weil wir noch diese Kerne brauchen, um dann mal den Kohlemeiler und so weiter zu bauen. Und da unten ist der uralte. Ich nehme an, das ist der zweite Boss hier. Das ist erstens ein Mordsweg, zweitens, ja, bisschen weit weg, würde ich sagen, für heute. So, und so langsam blüht mir wirklich, dass das hier sehr, sehr lange dauern wird alles. Also, gehen wir erstmal in den Dungeon. Ich habe ein bisschen was zu essen besorgt. Wir haben das Schild, wir haben alle Waffen repariert. Wir haben zwei Waffen, weil wir wollen ja langsam mal den Kohlemeiler und so weiter haben. Und müssen noch Zinn und Kupfer suchen, die es ja vorzugsweise im Dunkelwald gibt. Hier ist auch noch so ein verlassener Turm. Da ist aber nichts Besonderes drin. Da war einfach nur der verlassene Turm mit halt mit Skeletten und so weiter. Und diesen komischen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ach, guck mal, hier hört man es doch. Man sieht es auch, ne? Ja. Aua! Du bist vergiftet. Warum bin ich vergiftet? Was soll denn das? Sieht man den Bienenstock? Merken wir uns. Warte, wir gehen jetzt erstmal... So. Ich glaube, das hier sich... Bienenmündenstock, ne? Also nicht vergessen, ein Bienenmündenstock ist da. So. Man muss sich echt überall so Sachen hier machen. Ansonsten keine Chance, findest du nie wieder. Gucken wir mal, wie es aussieht. So, ab ins Dungeon, weil wir die Kerne brauchen. Ich hätte gerne mehr Kerne. Kupfervorkommen, okay, nice. Sehr gut. Kupfer, ey, wir haben echt Glück hier jetzt hier, weißt du? Gestern so einfach mal, um ein bisschen zu erkunden, bin ich hier rumgerannt. Da ist noch ein Dungeon. Dann gehen wir doch erst hier rein. Ja, jetzt geht's aber los, du. Jetzt geht's aber los. So. Oh, 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 oh. So, nicht mein Freund. Oh, der hat sogar einen Stern. Na? Ey. Ah. Hat der mich gestunt oder was? Ah, schon wieder. Jetzt bin ich hinüber. Ich glaube, der ist sauer. Kann das sein? Ich glaube, der ist sauer. Hier komme ich nicht mehr weg. Hier komme ich nicht mehr weg. Du bist gestorben. Na toll. Warum trifft er mich denn da noch? Warum? Gott sei Dank ist nicht so weit weg. Verfluchte Hacke. Ja. Super. Super. Mann, Mann, Mann. Was soll denn das? Ah, wir tauchen hier auf, Gott sei Dank. Egal, der Nackedei. Nix der Schreckliche, jetzt sind wir der Nackedei. Okay. Kein Fähigkeitenabzug da oben. Was bedeutet das? Dass wir erstmal sowas wie sozusagen ein paar Minuten Ruhe haben und uns nichts passiert oder so? Müssen natürlich an unsere Klamotten da kommen, ne? Also, zweiter Tod, erste, den du siehst, passiert. Ne? Es passiert einfach, so ist das. So. Komm mal her, ist ja nicht so weit. Ein bisschen, ich hoffe nur, wir können das einsammeln, bevor die Skelettis da sind. Weil wir haben ja nur 25 Leben. Das wird lustig. Das wird lustig. Ralalala. So, machen wir voll hier die Ausdauer. Die werden garantiert auch wieder volles Leben haben, wenn die da sind. Bitte nicht nochmal sterben. Bitte nicht nochmal sterben. Ah, so ist das. So ist das. Oh, das ist ein Hirsch. Ich wollte gerade sagen, du fehlst mir jetzt noch hier. Irgend so ein komisches Kackvieh, was da die Dingens schmeißt. So, und dann weiß ich jetzt noch, die Birken fällt man am besten mit der Bronze-Axt. Haben wir natürlich keine, ne? Das heißt, die müssen wir erst herstellen. Objekte wieder hergestellt. Tschüss! Muss mich erstmal anziehen und so. Lass mich in Ruhe.
Da hinten läuft irgendwer oder was rum. Keine Lust, nackt aufs Maul zu kriegen. So, lass mich mal raus hier aus dem Wald. Wir müssen erstmal... Ah, guck mal, wie lange wir hier flitzen. Ja, geh weg, Hirsch. Wie lange wir hier flitzen, ohne irgendwie Ausdauer zu verlieren. Das wird sein. Also, wenn dieses Ein-Sterne-Skelett einem ein paar auf die Mappe haut, dann tut das ganz schön weh, muss ich sagen. Jetzt haben wir auch keine Pilze mehr, verdammt. So, gehen wir mal hin. Wo bist du? Da hinten war das. Müssen wir mal zusehen, dass wir erst das Einser wegkriegen. Weil das ging ja relativ gut. Das ist nur Grasland hier. Wo war das hier? Mitten im Gemüse. Am liebsten würde ich alles fällen hier. So, 69 Leben haben wir wieder. Sehr schön. Da hinten läuft das Skelett hier rum. Wo ist das Kleine? Da ist das Große. Denn das rennt echt dem Hirsch hinterher. Alles klar. Ah. Es bleibt so. Okay. Oh ja. Ja, genau, daneben. Klar. So, Ruhe im Karton. Danke. Pilze? Oder was ist das hier? Ja, Pilze, sehr gut. Danke. Ah, kann man direkt einen nehmen, ne? Oder sind das giftige? Nein, die kann man auch essen. Okay. So, dann haben wir jetzt schon zwei Dungeons, um die Kerne rauszuholen. Das heißt... Ja, gucken wir mal, was das gibt hier. Wir werden so aufs Maul kriegen. Wir werden so aufs Maul kriegen. Sind die alle immer gleich designt? Ich glaube ja, ne? Die sehen wieder so aus. Da hast du was gehört, da hast du was gehört. Da hinten war der Dingens. Mal eine Tür zu. Wir den Pilz haben. Noch einen Pilz haben. So. Also es scheint wieder so designt zu sein. Hier ist gar nichts außer zwei Pilze. Ich höre nur was. Aber ich habe jetzt schon gesehen, ich habe ja auch mal so ein paar Videos geguckt, ne? Es gibt wohl auch Dungeons mit zwei Etagen. Müssen wir dann gucken. Juhu! Drei Stück. Holy shit. Aua. Ja. Na, guckst du, ne? Ey, lass das. Daneben. Ja? Oh, der hat wieder einen Stern da. Das ist nicht gut. Ja. Für kaputt. Noch eins. Ah, ich glaube, ich weiß, was das war. Wir haben keine Ausdauer mehr, ne? Deswegen hat er uns eben umgehauen. Hui. Gucken wir mal kurz raggen. Das waren jetzt einiges an Skelettis hier. Also halt mal fest. Ein Sternchen, zwei normale, ein Bogenschütze. Uiuiui. So, wie sieht's aus? Kannst du ein bisschen Leben hier raggen? Mach mal die Fackel an. Ich habe auch extra eine zweite dabei. Aber ich will jetzt nicht um die Ecke laufen und da noch eins sehen. Siehst du? Ja, komm her. Ich muss sagen, das geht relativ schnell kaputt. Vielleicht klappt es ja mit der Keule besser, dass sie nicht so schnell kaputt geht wie die Steinaxt. Ich glaube, sie macht nicht so viel Schaden, ne? Hauen 12. Schlitzen 25. Also ich glaube, das Hauen ist besser für die Skelettis hier. Hier geht's lang, die waren alle hier drin, ne? Ah, guck mal da. Danke. Genau die brauchen wir. Oh oh, das ist der Geist. Nicht gut. Boah, an dem machen wir ja gar keinen Schaden, du. Mit dem Ding. Okay. Probieren wir mal das. Damit machen wir ein bisschen Schaden. Geh weg.
Ja? Immer schön kiten. Also wenn du in Bewegung bleibst, geht's. Der Geist ist echt ätzend. Muss ich mal sagen. Wir müssen auch gucken, dass wir andere Waffen hergerichtet kriegen. Und gucken, vor allem, welche Waffe für welchen Gegner gut ist. Ja. Da hinten ist nämlich noch so ein Sotungkern, oder wie das Ding heißt. Sotlingkern hier, ne? Genau. Einfach noch ein Skelettüberreste. Was haben wir hier? Bernsteinperlen. Können wir alles mitnehmen. Weg. Visier der Uralte. Ort bereits der Karte hinzugefügt. Okay. Dann machen wir die Map bitte zu. Aha, verstehe. Hier kriegen wir Hinweise für die nächsten Bosse, ne? So, die haben wir gerade leer gemacht. Sehr gut. Es ist halt nur sehr, sehr dunkel immer leider. Hier ist nix. Wir müssen trotzdem alles durchsuchen. Ja, du. Aua. Das tat richtig weh. Ja. Müssen wir die Keule aber mal aufwerten, unbedingt. Gucken, wie wir das machen. Also immer einen Schritt vor zurück, das klappt ganz gut, muss ich sagen. Bären neu machen hier. Wir sind schon wieder voll, was ist das denn? Skelett-Trophäe, okay. Das ausdruckslose Grinsen dieses Schädels erinnert dich an die Unausweichlichkeit des Todes. Das ist wohl wahr. Jetzt ist der Pilz am Leuchten. Mann. Aber man merkt's, hier kommen dann schon die, ja. Schon Sternchen-Skelette. Also. Es ist jetzt wieder so ein Übergang, ne? Bis wir. La 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 la. Okay. Aua. Wie komme ich hier raus? So. Nehmen wir lieber wieder die hier. Bin vergiftet. Hä? Ja. Ah, das ist ätzend, dass du hinter dir nichts siehst. Ah, den kann man. Wenn man Platz hat, kann man ihn relativ leicht ausweichen. Okay. So. Dachte gerade, was ist das denn, du? Uff. Immer wieder den. Hä? Ja. Komm. Mal, wie viele Skelette sind hier drin? Der nächste. Wieder ein Sternchen hier. Muss hier raus. Hier weg. Sehr gut. Also, wenn man es einmal raus hat, geht's relativ. Wieder die Keule. Nehmen wir die Axt nur für die schweren Gegner. Was ja alles drin ist, ne? Ich würde jetzt gerne mal um die Kurve gucken hier. Da hinten ist schon wieder ein Geist, ne? Da irgendwas. Hallo? Oh, der Geist, der Geist. Erstmal gucken, ob hier frei ist. Da hinten sind drei Pilze, aber ich fürchte, hier geht's wieder rum. Alles nehmen. Was ist das? Rubin. Das können wir rausschmeißen. Den einen hier. Die sechs Pfeile sind mir auch egal. Die Kerne will ich haben. Die sind wichtig. Und jetzt müssen wir den Geist mal hier rauslocken. Eieieiei. Wir sind vollkommen überladen. Hä? Mein Freund? Oder ist das ein Spawner oder so? Kann das sein?
Dieses kostet nämlich Ausdauer, wenn er das Schild da blockt. Das kostet auf jeden Fall Ausdauer. Aber es ist die Frage, wie viele Kerne haben wir? 5. Wir haben zu Hause, glaube ich, 2. Das heißt, wir haben insgesamt 7. Sind wir überladen? Nein, noch nicht. Geist? Oder bist du kein Geist? Könnte auch ein Skelett-Spawner sein oder so, ne? Sind wir hier bei Minecraft? Komm, hau mal. Daneben. Was? Ja, der spawnt Skelette immer weiter. Deswegen. Okay. Aua. Mach mal die Tür zu, ja? Also beim Skelett-Spawner kenne ich mich noch nicht aus. Ist der neu oder mit Parole gewaschen? Erste Mal, dass wir einen sehen. Was liegt hier rum? Knochen. So. Was ist hier drin? Hier müssen wir natürlich auch noch gucken. Vielleicht gibt es hier auch noch ein paar Kerne. Hallo. Jemand zu Hause? Da ist eine Tür. Was ist hier drin? Die nehmen wir natürlich direkt mit. Rubine sind wichtig. Türe lassen wir erstmal. Pilze. Ah, ich glaube, das reicht wieder nicht, ne? Ah. Aua. Das war nicht nett. Hä? Oh oh. Komm. Weg damit. Weg damit. Axt gleich am Arsch. Super. Fleisch und Beeren essen. Wohin mit dem ganzen Zeug? Auch die Kisten, die sind so klein, ne? Zu Hause. Weiß nicht, wohin damit. Skeletti! Ja, bitte, häng fest. Ist ja auch wieder ein Spawner. Oh, guck, bei normalen Skeletten, wie gut das geht. Ich glaube, die Keule, die ist echt für die Skelette. Hör doch was, da müssen wir halt nur gucken, dass wir da eine bessere Keule hinkriegen und dass wir mehr Schaden damit machen. Es geht runter. Noch ein Skelett-Spawner, okay. So, jetzt habe ich mich damit natürlich nicht beschäftigt und weiß nicht, ob wir die irgendwie ausschalten können. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal stehen. Guck, was hier so los ist. Nämlich nix. Och, Knochen. Immer mehr Knochen. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir die wegmachen oder ob die nicht weggehen und immer weiter spawnen, spawnen, spawnen. Ne? Hier ist keine Türe, das heißt, wir sind hier jetzt fertig, oder? Vorerst. Vorerst. Gehen wir mal raus. Ja, verlassen. Und gucken jetzt. Fängst an zu frieren, es ist nachts, okay. Das ist doof, dann gehen wir mal nach Hause. Was ist das denn für ein Typ, oder? Wir sind auch super schnell hier, wie man sieht. Nein, Caster. Beste. Ihh, lass das, du Ferkel. Aber der hält wenigstens nichts aus. So, darf ich jetzt nach Hause? Ich will nach Haus. Komm, hopp, hopp. So, ab nach Hause, unsere ganzen Sachen hier in Sicherheit bringen, vor allen Dingen die Kerne, die brauchen wir. Aber ich glaube, wir haben immer noch nicht genug, um irgendwas zu bauen. Also man merkt, das dauert, das Spiel dauert, auf jeden Fall. Das heißt, lange Folgen, mehr Folgen oder Streams, Frage ist nur wann, wie und wo und weshalb. Bäh. Aber ich muss sagen, es hat mich in seinen Bann gezogen. Es macht unheimlich Spaß. Unheimlich Spaß. Hier alles zu erkunden. Die Dungeons zu besuchen. Sein Häuschen zu bauen und und. Richtig geil. Richtig geil. Und guck mal, wer da wieder vor der Tür rumlungert. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Kupfer haben wir jetzt schon gefunden. Wir müssen noch Zinn finden. Sonst nichts mit, ja, so, sonst nichts mit Bronze, ne? Gib mal her.
Alles voll. Super. So. Schlafen wir erstmal gerade, damit wir was sehen morgen früh. Und dann müssen wir noch eine Kiste bauen. Ich weiß nur langsam nicht mehr, wo ich die hinbauen soll. Ich glaube, du hattest gesagt, wir können da Dingens draufstellen, ne? Boden drauf machen und dann nochmal Kisten draufstellen und sozusagen ein eigenes Regal bauen. Aber ich würde sagen, ich baue die jetzt mal hier hinten hin, längs. Einfach, damit man da besser drankommt. Machen wir mal so. Alles voll so. Weg, nimm wieder den Hammer. Lass mich an die Kiste ran. So, das heißt, wir haben jetzt hier 5 Stück. Die behalten wir jetzt mal. Dann sind die einzeln. Weiß kein Mensch. Kann alles mal hier rein. Ne, das Essen eigentlich nicht. Die Federn und so, das Essen brauchen wir noch. So, die Pilze auch, die können weg. Die müssen wir behalten, da müssen wir gucken, wie wichtig die sind. So, ich sage, du hast so wenig Platz hier, wir müssen das unbedingt erweitern. Geht nicht anders. Erstmal wieder alles reparieren hier. Bam, 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 upgraden. Können wir die Keule upgraden? Brauchen wir 5 Knochen für, können wir, okay. 5 Knochen haben wir locker. Sehr gut, gib mal her. So. Upgrade. Keule. Jawoll. Super. Das ist die hier auf 1. Ich wollte die upgraden, nicht craften. Schmeiß die mal weg. Nimm die 2er. Was brauchen wir jetzt dafür? Zerlumptes Hemd. Kann man das upgraden? Nur die Feuersteinaxt könnten wir nochmal upgraden. Mit 6 Feuersteinen und 4 Lederschnipseln. Okay. Den Bogen könnte man auch. Rehhaut, Umhang. Den könnte man upgraden. Keule haben wir jetzt. Dafür brauchen wir die auf 3. Okay. Das heißt, unsere Werkbank muss auch erstmal auf 3. Inventar wieder frei. Jupsel. Die Knochen können weg. Wir gehen dann jetzt die Bienen holen. Dass wir wenigstens das haben. So, dann können wir schon mal so einen kleinen Weg machen. Irgendwohin hier, um uns einen kleinen, aber feinen Bienenstock anzulegen. Weil der ja auch sehr, sehr wichtig ist. Wie du gesagt hast. Mal gucken, wir laufen direkt auf... Da ist der Bienenstock, jawohl. Einsammeln. Wenn wir den haben, können wir den dann auch wegmachen wieder. So. Nur nicht pieksen lassen. Nur nicht pieksen lassen. Das wäre doof, wenn du allergisch gegen Bienen bist. Aber jetzt, wo ich die Sounds auch wieder ein bisschen höher gestellt habe, hört man die Bienen auch, ne? Wenn jetzt das Haus weg ist, du, dann werde ich sauer. Gucken, Nam, nam. Jawohl, Fleisch habe ich natürlich weggepackt. Ja, clever. So, jetzt können wir das Haus abbauen und die Bienen mitnehmen, ne? Herstellungsstation fehlt. Was? Ich muss mir jetzt eine Herstellungsstation hinbauen. Bitte schön. Was denn das? Kann ich den jetzt so einsammeln oder geht der kaputt? Oh, danke. Neues Bauobjekt. Bienenstock, Honig, Bienenkönigin. Sehr gut. Wir nehmen alles mit hier. Können wir immer gebrauchen. Nichts bleibt übrig. Alles wird zerrissen hier. So. Stand hier mal ein Haus? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die kann auch mit. Brauchen wir nicht. So, ab nach Hause. Müssen uns um die Bienen kümmern. So, die Frage ist, wo machen wir die jetzt hin? Wo machen wir die hin? Vors Haus, nebens Haus, hinters Haus? Ich würde ja sagen, wir machen die da so beim Baum. Unter dem Baum oder so. Können wir jetzt erstmal einen Bienenstock hinstellen. Vor allem müssen wir erstmal gucken, was wir dafür brauchen, um den zu bauen. Jetzt, wenn wir da sind. Da könnte man so ein kleines Plateau machen und richtig schön irgendwie so einen Weg dahin. Weißt du, hier so lang geschlungen und dann machen wir das hier so ein klein bisschen platt, wo die Bienchen hin können. Das wäre schön. Dazu könnten wir gerade mal, die haben wir doch hier, ne? 4. Geht das so? Das geht, okay. Können wir nämlich den blöden Berg hier wegmachen.
So, machen wir das alles mal auf eine Ebene. Ah! So macht das Spaß. So. Die Riesenhügel weg hier. Alles gerade sein. Schreit der innere Monk. Boah, gerade sieht anders aus, aber wir kriegen das schon hin. Diese Höhe hier möchte ich haben, da bin ich schon zu tief. Wo ist unsere Hake? Hier, machen wir hin. Danke. 5. Und dann muss das hier halt wieder dran glauben. Tut mir leid, aber ist so. So, so kann das bleiben. Jetzt machen wir uns hier einfach so ein Wegelchen lang. Bis hier hin. So. Können wir hier langlatschen. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen, um den Bienenstock hier hinzustellen. Holz, eine Bienenkönigin und eine Werkbank. Das heißt, wir könnten jetzt schon hier so hinstellen. Aber so sieht das kacke aus. Ne? Das sieht richtig kacke aus. Kann man den nicht was schöner machen? Kann man die nicht was schöner machen? Das ist... Wir haben doch hier, guck mal hier. Holzpfosten. Können wir den nicht auf einen Holzpfosten setzen? Ein Holztor, das wäre vielleicht auch besser für das nächste Haus. Sonst haben wir nichts hier, ne? Das ist Holz 50. Dekoration, was ist das? Ein Bett, eine Kiste, Schild. Ein Läufer aus Hirschfell, nein. Ja, wir haben nur die Pfosten. Lass mal gucken. Der hier ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch, ne? Oder? Der oder der? Wenn dann der Kleine. Wenn dann der Kleine. So. Stellen wir den mal hier hin so. Bitteschön. Und jetzt gucken wir mal, dass wir die Bienen da drauf kriegen. Gehen die da drauf? Die gehen da drauf. Wunderbar. Muss halt nur ordentlich aussehen und nicht irgendwie so... Oh. Wunderbar. Noch einen daneben? Nee, wir haben keine Bienenkönigin. Schade. Schade. Bleibt uns nichts anderes übrig, als nur den einen zu haben. Wie machen wir das? Bienenstock überprüfen. Bienenstock in Klammern leer. Bienen sind glücklich. Okay, das ist super. Jetzt haben wir schon was, worum wir uns kümmern müssen. Dann könnten wir hier noch... Warte mal, wir können doch hier auch so Zaun bauen, Deko, ne? Wo ist denn der Zaun? Hier. Werkbank, known. Okay, Herstellung. Dann stell hier erstmal eine Werkbank hin. Dass du für alles eine Werkbank haben musst, ne? Kann man da auch die, den Radius irgendwie vergrößern? So, ich will halt hier so ein klein bisschen... kann man den ziehen oder muss ich den immer einzeln bauen? Ich muss ihn immer einzeln bauen. Na toll. Was ist ja kacke. Warum? Das ist ja doof. Warum muss ich den einzeln bauen, ey? So, ungefähr. Boah, einfach so ein bisschen hier, ja, dass das halbwegs so aussieht. Verstehe ich nicht. Das hätte ich noch schön gefunden, wenn man den jetzt einfach hätte so ziehen können, ja. Dass du Zaun ziehst. Das wäre cool gewesen. Das hat die, ich lasse die jetzt einfach mal da stehen, ist mir egal. So, was brauchen wir denn? Oder was brauchen wir, um die auf 3 aufzuwerten? Wir brauchen ja den Lederfuzzi hier. 20 Schnipsel, 15 Feuerstein und 5 Rehhaut. So, mal gucken, ob wir das schon haben. Ich tippe mal auf nein. Ich schätze mal die 20 Schnipsel auf keinen Fall. Oh, ich komme nicht mehr hier rein, weil ich das zu hoch gemacht habe, ne? So, und darf ich jetzt? Jetzt darf ich wieder. Hat er den ganzen Dreck hier reingemacht. Ist ja ekelhaft. So, gucken wir mal hier. Keine Feuersteine, keine Schnipsel. Was haben wir hier? Da haben wir 19 Feuersteine. Die kannst du mir mal hergeben. Können wir das andere hier drauf packen. Süß und köstlich. Honig. Mm. Sehr gut. Hier haben wir 6 Schnipsel. Da haben wir 1 Schnipsel und 20 davon. Da haben wir 8 Schnipsel. Das haben wir auf jeden Fall schon mal zusammen gemacht. 15 Schnipsel. Das heißt... Wir bräuchten noch 5 Schnipsel, ne? 20 Schnipsel brauchen wir. Ja.
Wir haben 15. Okay, wir gehen noch ein paar Schweine jagen. Tut mir zwar leid um die Schweine, aber wir wollen das auf Stufe 3 aufwerten. So. Kerne könnten wir auch nochmal gerade gucken. Jeweils 5, das heißt, wir könnten auch schon einen Schmelzofen oder einen Kohlemeiler bauen. Ich schätze mal, der Kohlemeiler zuerst, weil wir ja Kohle brauchen für den Schmelzofen. Oder können wir den auch mit Holz befeuern? Wenn wir den mit Holz befeuern können, wäre das natürlich super. Da hinten sind die Schweine, aber da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das geht. Nam 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 nam. Dass er immer Leben verliert, weißt du? Okay. Was ist das bitte für ein Schwein? Hallo? Geht's noch? Toll. Er gibt einem natürlich nur ein Fleisch, weißt du? Keine Schnipsel. Und da hinten eins. Da war noch ein drittes Schwein. Wo ist das? Es läuft weg. Du sollst hier bleiben. Komm. Hey. Also sonst bist du immer hier große Klappe und so, ne? Danke. 18. Zwei Stück brauchen wir noch. Okay. Wo sind noch Schweine? Vielleicht sollten wir die, wenn sie bei uns in der Nähe sind, in Ruhe lassen. Was war das? Harz. Da vorne, das ist ein Hirsch, ne? Stumpf. Ein Stumpf. Ein Hirsch. Come on, wo sind jetzt Schweine? Ja, ja, du mich auch. Guck mal, wie viele Beeren hier sind. Wie viele können wir da zusammen? 50, okay. Gib mir die Himbeeren. Lecker, lecker. Nam, nam, nam. So. Nice. Könnte man schon mal ein bisschen erkunden gehen hinten bei Eiktür da, wo er war. Wir müssen auch noch den Weg hier runterbauen, dann zum Steg. Ach, das wird schön, das wird schön. So, irgendwo noch dann hier unsere Kohlemeiler und so bauen. Aber wie gesagt, den will ich jetzt noch nicht bauen. Weil ich nicht weiß, ob der Schmelzofen auch mit Stein, mit Holz überhaupt läuft. Oder ob der die Kohle haben muss. Das ist halt die Frage. Und immer diese Ausdauer. Immer die Ausdauer. Mann, Mann, Mann. So. Irgendwo müssen hier noch Schweine sein. Kannst du mir nicht erzählen. Ja, meh. Meh, meh. Alles rennt hier hinterher. Alles die Wilden hier. Weißt du, und das alles für zwei Schnipsel. Das alles für zwei Schnipsel. So, kommen wir wieder in den Dunkelwald. Juhu! Oh, danke. Kannst du zerlegen. Jetzt reicht's mir. Schweine! Jawoll. Haben wir Glück gehabt hier. Los, komm her. Gib mir deine Schnipsel. Wie die einfach nur zerplatzen hier. Haben wir's? 20. Sehr gut. Nein, dich will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Geh wieder nach Hause. So. Haben wir nämlich eigentlich die Werkbank auf Stufe 3 dann. Sehr gut. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, unsere Werkbank draußen stehen zu lassen. Mann, die Moppels das auch kaputt. Oder müssen wir das nachher rausstellen? Ich stell's jetzt erstmal zu uns ins Haus, ja? Wenn wir dann später ausbauen und umbauen, dann kann man die auch rausstellen in so ein eigenes, in so einen eigenen Werkschuppen, nenne ich es jetzt mal. Die alle flitzen gehen. Aufs Maul? Gerne. So. Da ist noch ein Schwein. Da hinten ist unser Haus. Ui, das war wieder Level Up für was auch immer. Tatsache. Weißt du, direkt vor der Haustür haben wir die. Was macht Ede? Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Aber du hast mich angegriffen. So. Bauen wir das Ding mal. Das ist das hier, ne? Ja. Habe ich doch auch hier drin bauen, oder? Ja. Stell's mal dahin. Wunderbar. Heißt, Stufe 3 müsste die jetzt sein, ne? Trolllederhosen, Trolllederhelm. Okay. Will ich das haben?
Alles reparieren hier. So. Upgrades. Was kann man noch upgraden? Den Hammer. Gewicht, Qualität, Haltbarkeit 200. Instandsetzungslevel 1. Die Hacke, Haltbarkeit 400. Wie viel hat unsere jetzt? Haltbarkeit 200. Okay. So, dafür brauchen wir 10 Knochen für die Keule auf 3. Und für die Feuersteinaxt brauchen wir Feuerstein und Schnipsel. Die haben wir natürlich nicht. Aber die Knochen können wir direkt nehmen hier. Danke, danke. Dann können wir nämlich was essen. Können wir die Keule nochmal aufwerten. So, Upgrade. Keule hier. Bitteschön. Sehr gut. Dann natürlich die eine genommen. Upgrade. Ist wieder die, wetten wir? Nein. Habe ich die andere Keule auch wieder hier drin, ey? Ist es Slipse? Den Lederhelm können wir upgraden. Die Frage ist, lohnt sich das? Qualität 2, Rüstung 4. Was bringt denn der neue? Da der Trolllederhelm. Wo ist er? Trolllederhelm. Rüstung 6. Der braucht aber 5 Trollhaut. Lässt sich zwar nur schwer verarbeiten, wird aber zu einer ausgezeichneten Rüstung. Okay. Aber wir haben keine Trollhaut, ne? Doch, genau 5. Ah, nice. Das heißt, könnten wir bauen, wenn wir mal Platz hätten hier. Was kann man gerade raustun? Wie wäre es mit denen hier? Dann gibst du mir die. Irgendwo, wo haben wir denn die anderen hingeschmissen? Da, 3. So. Lass mal gucken. Na, guck mal, es wird doch langsam. Trollleder-Tunika. Schleichen plus 25%. Macht dich wesentlich hinterhältiger. Set-Effekt. Hier gibt es auch Sets. Geil. Das ist natürlich nice. Lederhelm, Trolllederhelm. 5. 5. Was andere? Trollhautumhang, der braucht 10. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal den Helm. Da sehen wir aus wie Rotkäppchen, wetten wir. So, warum kann ich den jetzt nicht fertigen? Weil wir keinen Platz haben. Darum. So, pack das mal weg, pack das mal weg. Hier, nö. So. Knochen da drauf. Kannst du mir mal wiedergeben, die brauchen wir ja. So, die Keule kann da rein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geben Sie mich den Trolllederhelm. Sehr gut. Tada! Können wir anziehen. So. Bitteschön. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich sehe aus wie Rotkäppchen, ey. Ich bin Blaukäppchen, nicht Rotkäppchen. Schön. Schön, schön, schön. Okay. So. Das haben wir. Das haben wir. Das heißt, wir haben unsere Werkbank auf 3. Wir haben die ersten Bienen. Wir haben noch einen Dungeon erkundet. Wir könnten jetzt auch schon den Kohlemeiler oder die Schmiede bauen. Das möchte ich, wie gesagt, noch nicht machen, weil ich nicht weiß, was von beiden wir als erstes brauchen, ja. So, was ist hier drin? Die Bienen sind glücklich, das ist super. Habe ich mir jetzt wieder was Honig rausgeholt? Nein, kann ich ihn eigentlich auch essen? Kann ich. 5 HP pro Tick. Oho. Oho. Und die Pilze? 1 HP pro Tick. 1 HP pro Tick. 2 HP pro Tick. Also, Honig sehr, sehr gut. Damit können wir wohl schnell regenerieren. Gefällt mir. Gefällt mir. Haben wir wieder ein bisschen was zu tun. Ne? Dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da und ich sage wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge.